Der neue Verteidiger bei der SGD, Mohamed Subac, ist heute ins Training eingestiegen. Mir gefällt es hier, alles ist super. Der Club, die Leute, die mich da auf mich gewartet haben, alles wirklich super. Ja, und er hofft bereits beim Spiel gegen Bochum eine Chance in der Startelf zu bekommen. Ja, vielleicht. Ich bin fit. Mal sehen. Ich werde mein Bestes geben. Wir haben, glaube ich, 3 Spiele bis Montag und ich werde mein Bestes geben, um mich jetzt ans Team reinzuhängen. Der 23-jährige Bosnier hat eine Schwester und hat bereits einige Jahre in Deutschland gelebt. Als in Bosnien der Krieg war, dann sind wir nach Deutschland geflüchtet, in Baden-Württemberg. Da lebte ich 3 Jahre, ging zur Schule und deswegen kann ich auch Deutsch. Also, herzlich willkommen, Mohamed Subac. Außerdem neu im Team Stürmer Slatko Dedic. Er wird für ein Jahr vom VfL Bochum ausgeliehen.